Ja, die Sportskanone Nico Ockenfels hat eine Weltneuheit vom Hersteller Cube. Etwas über 3.500 Euro, glaube ich, kostet es. Es ist ein Faltrad. Und unsere Camper werden jetzt natürlich frohlocken und werden sagen, endlich ein Faltrad von Cube. Hat Cube schon mal Falt-E-Bikes gebaut? Und was ist die Besonderheit? Warum kostet dieses Fahrrad hier 3.500 oder etwas über 3.500 und nicht 799 Euro wie die ganzen China-Derivate? Das ist der Mittelmotor. Also mal zum einen ist es der Mittelmotor natürlich. Danke. Na, zum anderen ist es halt aber so, dass wir natürlich einen ganz anderen Qualitätsansatz haben. Das wirst du sicherlich auch schon bei deinen China-Rädern gesehen haben. Die China-Böller. Die China-Böller. Cube hat sich vor, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, wo wir das Rad präsentiert bekommen haben, da schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil es gibt ja schon den einen oder anderen Hersteller, der da gut unterwegs ist. Wir bieten ja in unserem Segment Bergamont auch mit an. In diesem Portfolio, die waren da schon einen Schritt schneller. Cube ist ja immer bekannt, dass sie erstmal den Markt so ein bisschen sondieren und dann schauen, okay, was machen die anderen Hersteller, können wir das besser machen? Und ihnen ist hier ein Rad gelungen, wo es in 2 Ausführungen gibt. Also einmal dementsprechend so, wie wir es jetzt hier vorfinden. Preisgefüge muss ich dich, glaube ich, jetzt gerade mal korrigieren. Das Rad hat gerade gar keinen Preis, aber dieses ist etwas günstiger. Das andere, was wir hinten stehen haben, ist ja auch mit Riemenantrieb. Da haben wir also schon nochmal einen direkten Preisunterschied dann halt auch. Hier in dem Sinne sieht man es jetzt auch schon, zum Beispiel ein Tiagra-Schaltwerk, ein Rennrad-Schaltwerk, das hat einfach einen kürzeren Käfig, weil wir haben ja grundlegend sind die Falträder immer auf einem 20 Zoll Rad ausgelegt, damit sie schön klein und kompakt bleiben. Das sehen wir auch bei den gesamten Kio-Modellen. Hier ist es ganz entscheidend, ein handliches Fahrrad zu haben und da ist die Laufradgröße 20 Zoll eigentlich ideal damit. Kriegt da auch ein Schollingen drauf später? Naja, das Problem wird einfach sein, dass du nicht genügend Platz Abstand hast. Also hier, du siehst ja schon, ich kriege die komplette Hand rein, aber es ist im Gesamten einfach nicht genügend Platz vorhanden, um das ordentlich so zu nutzen. So, wir haben ja, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, du guckst mal gerade nach, was es kostet und? Genau, ich gucke gerade schnell nach. Dann bitte auch mal zeigen, dann kann ich es nämlich abfilmen und einblenden. Top vorbereitet, so, wir Macht haben ja nix. Das Fold Sport. Das Sport liegt preislich, kostet gar nichts. Kostet gar nichts? Doch, wird was kosten. Das ist übrigens die Seite von Cube. 3.049 Euro. Also, lass mich das mal kurz abfilmen, wenn du mir gerade mal in die Kamera hältst. Also 3.049 Euro. Fold Sport Hybrid 500. Falträder, du hast eben schon erwähnt, bauen ja viele. Aber wenn Cube etwas baut, dann ist es immer ein Ticken innovativer, ein Ticken moderner, weil die sich ja, wie du es eben gesagt hast, erstmal angucken, was machen die anderen. Sie haben unter anderem einen Verschluss entwickelt, der so gut ist, dass man eben keine Angst hat, mein Gott, ich muss das Rad wieder einfalten. Die Besonderheit hier ist, dass wir einen Mittelmotor haben. Die meisten China-Räder haben nämlich einen Hecknabenmotor mit drin. Einige ganz schlimme haben sogar einen Frontnabenmotor mit drin, was andere Nachteile hat. Aber der Vorteil hier ist natürlich, dass du die Übersetzungsbandbreite auf dem Motor auch anwenden kannst. Deswegen kommen auch etwas kräftigere und schwere Leute problemlos die Berge hoch, weil nämlich die Schaltung, ich zeige das mal gerade, hier hinten drauf ist und die Schaltung und die Leistung des Motors und das, was ich reingebe, wird durch die Schaltung natürlich nochmal übersetzt. Und das hast du beim Hecknabenmotor nicht. Das heißt also, was ich immer merke, ist, die sind auf der Geraden sind die immer sehr schnell und sehr agil, aber wenn es den Berg hochgeht, dann tut sich so ein Hecknabenmotor deutlich schwerer. Ja, also wie man Cube natürlich kennt, zu 100% Bosch. Da kommt nichts anderes rein und Bosch macht nun mal halt Mittelmotorantriebe, was ja auch absolut in Ordnung ist. Warte, ich zeige das mal gerade. Also das ist ein Bosch Active Line Plus. Genau, wir haben ein Active Line Plus. Auch hier könnten wir jetzt natürlich sagen, okay, warum ist da jetzt kein Performance oder Performance X? Leute, es ist ein Faltrad. Also es ist immer noch ein Rad, ob ich damit jetzt Brötchen holen fahre, ob ich durch die Stadt fahre, ob ich Ähnliches mache. Es ist im Großen und Ganzen wirklich mehr als ausreichend mit dem Active Plus Motor. Das dazu. In der Kombination mit dem 500 Wattstunden Akku dann halt auch. Also auch das funktioniert ohne Probleme. Das Coole ist, es ist unglaublich von der Reichweite.
Du hast mir erzählt, dass also dieser Active Line Plus, den hörst du überhaupt nicht mehr. Der ist quasi lautlos und die Reichweite ist irre. Das heißt, du kannst damit im Mischbetrieb mit der Batterie, was hat die 550 oder 600? Wir haben 500 Wattstunden. Ja. 500 Wattstunden. Das ist aber noch kein Best 3, oder? Dann in dem Fall? Nein. Noch kein Best 3. Können wir gleich mal gucken. Jetzt kommt aber die Besonderheit bei Cube. Wenn die irgendwas machen, dann funktioniert's. Und wir hatten gerade eben, interessanterweise war das Rad falsch aufgebaut. Das kann man tatsächlich einmal falsch aufbauen. Man kann nämlich den Lenker, ohne dass man es merkt, das ist total witzig, du kannst es sogar fahren, um 180 Grad drehen. Jetzt ist es richtig aufgebaut. Ihr habt es richtig aufgebaut, wenn der Lenker sich zur freien Seite klappen lässt. Und dann wird es zugemacht. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, damit das Vorder- und das Hinterrad auch gut hält, hat sich Cube einen Schnappmechanismus überlegt. Der ist hier vorne drin, der rote. Und der kann durch Knopfdruck entriegelt werden. Genau. Das kennst du aber generell bei Falträdern. Das ist jetzt nichts Neues. Was kenne ich aber mit Magnet meistens. Ja, also mit durchaus. Also drückst hier oben und unten ist genau dieser gleiche Knopf. Drückst du drauf, dann kannst du es auseinandernehmen. Dann brauche ich gerade mal ein bisschen Platz. Dann dreht man es rüber. Und jetzt, bitte nochmal das Geräusch machen. Da kommt nämlich tatsächlich, da ist, bitte nochmal. Ah, das ist so, kennst du die Fenster, die, wenn du die öffnest und schließt, so ein Klick, Klick, Klick haben? Ja. Das klingt auch gut. Und jetzt kommt die Besonderheit. Das haben wir schon geübt. Doch, das geht so. Du musst nur den Nippel durch die Lasche drehen. Den Nippel durch die, nee. Kriegen wir doch hin. Jetzt müssen wir es cutten, tatsächlich. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Ich glaube, du es war nicht ganz zu, als es so gemacht hast, gell? Er war in der Position etwas falsch gestellt. Das ist was dementsprechend hier diesen Nippel dann halt auch ausmacht. Und wenn der nicht sauber eingerastet ist, dann funktioniert auch der Mechanismus dann schlussendlich. Das ist auch zeitgleich eine Sicherung, muss man dazu sagen. Das soll ja nicht von selber aufgehen. So, und dann geht es auch zu. Bitte nochmal machen, dass man sieht. Das heißt, man bewegt es ganz leicht. Wenn es jetzt hier reinkommt. Ja, du hast ja hier den Mechanismus, den drückst du hier quasi bei. So, und dann wird es leicht bewegt und dann kann man es zumachen. Genau. So, das war's. Du musst also in diesem Winkel hier, das sieht man auch, du kannst ihn nicht beidrehen und dann kriegst du ihn nicht mehr zu, dann ist er nämlich schon zu weit von der Position. Du musst den quasi hier abpassen. Das heißt, es geht nur unter einer bestimmten Position, genau. Soll sich ja auch nicht von selbst öffnen. Genau. Und also hier muss man dazu sagen, da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Hirnschmalz drin, weil der Mechanismus ist der Dreh- und Angelpunkt des Gesamten. Ist es zu offen eingestellt, hat es Spiel, ist es zu eng eingestellt, geht es schwer auf und zu. Und das ist immer was man dort bedenken muss. Und das ist für viele Hersteller halt ein wirkliches Problem, gerade im aktuellen Zeitpunkt halt auch mit Patentverletzungen oder Ähnlichem. Also es gibt ja einige Hersteller, die da wirklich richtig gute Mechanismen haben. Und für diejenigen, die dir jetzt nachfolgen, müssen halt gucken, wie sie das dann halt hinbekommen. Mach nochmal auf, das war einmal kurz hin. Das heißt, du drückst da rein in der Mitte, ziehst es einfach nur, jetzt kannst du es komplett öffnen. Genau, musst also keine zweite Sicherung oder sowas reinmachen. Ich kann es jetzt komplett öffnen und jetzt muss ich quasi den Hebel an sich schon anlegen. Warte, mal kurz anlegen. Komplett auf. Ja, und jetzt ist es zu. Es gibt einen Bereich, wo das System nur verschlossen werden kann. Und den musst du halt einfach finden. Ansonsten als Ergänzung hier auch noch das Thema Tragegriff. Der Griff ist so ausgelegt, dass das Gewicht genau in der Mitte ist. Richtig. Wenn du es dementsprechend als komplettes Rad hast. Ne? Also krass, das heißt, das ist... In dem Sinne nicht. Aber du hast ja auch noch die Optionen zum Thema verschiedene Körpergrößen, eine Art Teleskopsattelstütze, die du einerseits hier in der Höhe verstellen kannst, aber andererseits natürlich auch hier drüber. Das Gleiche ist auch vorne. Da hast du dann hast du vorne, ne? Ist also genau dasselbe Thema, genau dasselbe Spiel. Du kannst das hier mit dem Schnellspanner öffnen und kannst das dann hier auch nochmal zusätzlich in der Höhe anpassen. Cool. Also was Cube, glaube ich, gelungen ist, sie haben ein Faltrad entwickelt mit der Stabilität eines Kompaktrades. Und die meisten Fahrräder, nämlich in dieser Preisklasse hier, sind nämlich gar keine Falträder, sondern sind tatsächlich Kompakträder. Und der Unterschied hier ist nämlich beim Kio, dass die nämlich keinen Faltmechanismus haben. Das heißt, du kannst das nicht in der Länge halbieren. Korrekt. So sieht's aus. Also man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, okay, was soll ich denn kaufen? Soll ich jetzt eher ein Faltrad kaufen?
Oder kaufe ich mir eher ein Kompaktrad? Ein Faltrad ist durchaus interessant für denjenigen, wie du es schon sagst. Ich habe ein Wohnmobil und will natürlich auch für 4 Wochen mein gesamtes Gepäck mitnehmen und habe halt aber nur einen begrenzten Platz. Und dann kann ich das relativ klein und kompakt zusammenfalten. Das Kompaktrad kommt dem schon sehr, sehr nah. Es ist einfach halt nur länger, gerade wenn man auch 2 Räder mitnimmt. Nur es ist in sich nochmal das stabilere Rad. Klar, wir haben hier einen Drehmechanismus, der hält das auch aus. Da ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, Mensch, das merke ich aber beim Fahren. Aber es ist in dem Sinn nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl halt auch. Das hier macht mir schon einen stabilen Eindruck. Also, das oder? Definitiv. Also man hat auch an alles gedacht, komplett innen verlegte Züge. Ne? Also außenliegender Akku haben wir immer trotzdem, weil ansonsten das Gesamte hier halt auch nicht genügend Platz halt bietet, weil irgendwo ist der Mechanismus, dann hast du so viel in dem Unterrohr drin, dass es schon sehr, sehr kritisch wird. Aber das auch mit dem Gewicht, also dass das jetzt genauso nivelliert ist, wäre der Akku jetzt vorne drin, dann wäre es wieder zu frontlastig, sodass du diesen Griff, weil die haben etwas hinbekommen, was normal nicht geht. Du hast ein sehr ein großes Fahrrad, was auch großen Leuten viel Spaß macht, weil dieser Abstand vom Sattel zum Lenker ist schön groß. Also das hast du ja oft so, dass es eigentlich nur für Kinder fahrbar ist. Das hier ist jetzt ein ausgewachsenes, tolles Rad, oder? Durchaus. Das da kannst du natürlich halt auch schon für Kinder durchaus Weg nutzen. Ne? Also das geht schon. Machst einen Sattel weiter runter. Wir haben hier jetzt nochmal im direkten Vergleich natürlich einen relativ hohen Schaft, weil man natürlich schon von der erwachsenen Person einfach mal ausgeht. Andere Hersteller, wie wir es zum Beispiel bei den Kios haben, regeln das hier über den Speedlifter. Bedeutet das, was wir hier als ausgefahrenes System haben, ist ja hier grundlegend schon vorhanden. Ist schon ausgefahren. Aber das kommt immer auf das Gesamtkonzept des Rades irgendwo halt auch drauf an. Mhm. Nichtsdestotrotz, das Rad in dem Fall ist jetzt ausgestattet mit einer Tiagra-Schaltgruppe, die also auch ohne Probleme funktioniert. Preispunkt hatten wir eben gesagt, gab 3.049 Euro. Wenn ich das Ganze aber mit Riemenantrieb haben will, noch etwas. Komm, das zeigen wir mal ganz kurz. Da vorne steht's. Ja. Farben, es gibt verschiedene Farben. Ja, es gibt immer 2 Farben pro Modell. Also es gibt 2 Modelle, das Sport und das, wie es hier ist. Das nennt sich dann nur Fold. Und hier siehst du dann die Kombination Nabenschaltung mit der Kombi Riemenantrieb. Das ist natürlich noch mal ein bisschen sauberer, so ein Riemen. Das ist, wenn ich ihn transportiere, an der Jeans oder so, kein Fett. Kein Schmutz, kein Dreck. Also klar, das heißt natürlich schon der große Vorteil. Mit der Drehgriffschaltung von der Nexus, ne, ist das natürlich auch sehr, sehr angenehm. In dem Falle eine 5-Gang-Nexus, weil hier ganz wichtig, was auch eine weitere Änderung ist, Performance-Antrieb. Okay, das heißt, ich zahle Plus, sondern Performance, ergo 75 Newtonmeter. Somit geht auch nur eine 5-Gang-Nabenschaltung. Eine 8-Gang-Nabenschaltung würde die Kraft nicht vertragen. Der Performance hat richtig Power. Das heißt also, es ist begründet. Der Rahmen an sich ist aber der gleiche. Weil der eine heißt der Sport, der andere Fold. Die Grundbasis ist die gleiche. Wir haben den gleichen Akku mit verbaut, 500 Wattstunden. Also so gesehen für 3.449 Euro, wie das Rad hier kostet. Ergo 400 Euro mehr. Stärkerer Motor. 5-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb und das war es auch schon. So, komm mal mit. Dann zeigen wir es nochmal. Also Gepäckträger mit drin, eine Rennradschaltung, die eben so kurz ist, dass sie auch benutzt werden kann, aber eine 10-Gang, das ist schon mal sensationell. Deswegen, ja, also vom Antrieb her, mehr heißt ja nicht immer besser. Also wenn du jetzt Performance hast oder, klar, der hat 10 Newtonmeter mehr. Was hat der? Ich glaube 65, der hier. Mhm. So, und das 65 ist ja früher, war das ja auch Mountainbike. 50. Ja, durchaus. Also es steigert sich ja immer in dem Sinn jetzt. Das Einzige, was ich zu schwach fand, war der 45 Newtonmeter. Die haben ja noch so einen ganz kastrierten, ich weiß nicht, ob sie den überhaupt noch haben, den Active. Und den fand ich, den bin ich einmal gefahren in so einem, was war es, Lil Buddy. Da habe ich auch ein bisschen was getrunken und dann muss ich sagen, da ging es den Berg hoch, da trittst du dir einen Wolf. Aber ich glaube, mit 65 Newtonmeter, die 20 Newtonmeter merkst du richtig, oder? Ja, natürlich ist das schon ein Unterschied, aber nochmal, man muss es immer für seinen Einsatzzweck natürlich halt auch sehen. In dem Sinne, jetzt in deinem Fall, wahrscheinlich noch ein Bierkasten hinten drauf beim Lil Buddy. Und, nee, noch ein, der Kai war drauf. Ah, der Kai war drauf, ja gut, dann ist ja klar. So, Nico Hockenfels, WeCycle, das Ganze in Riegelsberg und St. Wendel und drehe ich einmal kurz um auf www.wecycle.de. Wir drehen heute am 7. November 2023 eine Weltneuheit von Cube, also nicht irgendein Faltrad, ein Cube-Faltrad. Und ihr habt es jetzt, glaube ich, mitbekommen, weil viele werden sagen, kaufe ich mir doch ein Q. Nee, es ist kein Faltrad. Also das hier ist wirklich ein Faltrad mit den Maßen eines Kompaktrades. Tschüss. Ciao.